Dorfer, aufpassen, dass sie euch nicht umfahren, ne? Ja, deswegen bin ich gerade nochmal 2 Schiffe weiter weggegangen. In der Hoffnung, hier fährt keiner durch. Ja, ich höre einen LKW. Ja, komm. 265. Ja. Scheiße, in dem Schiff sitze ich, wenn die hier durchfahren. Einer fährt links von mir. Habe nicht gesehen, was es ist. Was stand neben genau da? Ich habe nur zwei Zwei, Zamaks. drei Zamaks, zwei Drei normale, Zamaks. einen Tank. Okay. Er hat mich überfahren. Lol. Echt? Ja. Das Medikit? Ja. Sehr gut. Normaler, ne? Ja, abgedeckter. Nur einer, ne? Ich würde ihn trotzdem hochnehmen. Ja. NSA, Mel, Alco, weiß ich was, wurde ich überfahren. Schwer's, ja? Ja. Oh, ich habe gerade einen Framebruch-Einbruch. Geht jemand ran, oder? Ja, ich wollte gerade sagen. Ich Ja. wurde überfahren, Einmal stehen Mates. bleiben, bitte. Er überfährt mich. Anhalten, wir schießen. Er hat mich überfahren. Ja, aber absichtlich, er hat voll auf mich gehalten. Fuck, der ist durchs Schiff, ich kann ihn nicht mehr treffen. Benutze ich den Erste-Hilfe-Kasten? Mach was drin. Z. Achso, ja, oder so. Oh lol. Warum hat mir denn ein Z-Menü? Okay. Er fährt mich. Ich glaube, der kommt gerade. Der fährt hier wieder lang. Es ist angehalten, glaube ich. Aussteigen sofort. Und da Und ist der sofort eine. die Hände über den Kopf. Sofort. Oh. Er ist tot. Ist ja NSA. Ah. Aber das war der andere, ne? Hier ist Ja, noch gut. irgendwo einer. Endlich. Er weiß, dass hier was los war. Ja. Ja, Wir klar, haben die selbe gleiche. Gruppierung. Ja. Hab da die Schüssel gehört. Hinten fährt noch ein Zamak jetzt. Und das ist wahrscheinlich der. Wir haben keine Dietriche, Wo ist ne? hinten? Doch, ich hab. Sehr gut. Wir Der sind schon mal. hinten ist auf 300 auf der Straße hinten. Ja, Bestimmt schon 400, gesehen. 500 Der Meter. voll auf mich gehalten hat, der Hurensohn, Alter. Deckt mich, ne, ich knacke. Ja. Ihr seht, zu welcher Seite ich offen bin. Ja. Das kann man doch ganz leicht gucken. Ich hab gesagt, ja. Ach so. Wie viel Grad genau? 300? Ja, Kannst du der es ist jetzt jetzt noch nach 300 hinter. Gradzahl zunehmend. Kriegen wir nicht mehr. Nee, aber der Ist fährt. weit Ach weg. so, der fährt noch. Ja, klar. Ach so, ich habe gedacht, der wäre vielleicht angehalten, ausgestiegen. Oh, sein Auto verkaufen wir aber, ne? Ja. Weil der fährt weg, fährt uns um. Der Ja, versucht auszuweichen, aber NSA. hat dann nach rechts. War das jetzt NSA? Oder was Ja. war das? Pass auf, gleich kommt Luigi C. Diplo. Das Diplo, Motherfucker. sind solche Flamer. Boah, warum sieht denn das Auto so zerstört aus? Ich habe da vielleicht 15 Schuss reingehauen, Tamak meine geht ich. schnell durch mittlerweile. Aus seinem Hülle mit 762er. Ja, ich hat noch nie was ausgehalten. hab sogar nur auf Reifen geschossen. Warum Schlüssel? Schlüssel? Da macht er trotzdem so ein Geräusch, Alter. Er macht, glaube ich, immer. Hast du Schlüssel? Das haben wir Warte, nicht wow! getroffen. Alter, ich hab 10 AP, warte. Oh, sorry. Ich wollte fahren. Warte. Alter, Ja, warten, was Arbeitsheroin drinne. ist. Ich Ja, verkaufen. Verkauf, Verkauf, Verkauf. Wie sehen denn die Räder und so aus? Hülle ist orange, schlecht gepresst ist weiß. Okay. Ja, vermutlich habe ich einmal auf jedes Rad 2 Schuss. Hinten Heli und Spotte, ne? Ja, Ich komme verkauf mal näher schnell. ran. Ausdauer. Nö. Warte, Leon, ich verkaufe schnell, gebe dir das Geld. Fahren wir mit dem Ding hoch nach Sofia. Im Autoschieber. Ja. Ich würde aber sagen, lass am Strand entlang fahren. Oder? Oh Leon, wo bist du? Aber wollt ihr Ja. Hauptstraße fahren? Hauptstraße habe ich das Gefühl, dass die da irgendwie gleich campen werden. Oh, Leon ist das hier neben mir, ne? Umgebungsbäcker Leon. 418 Euro senden. Ja, viel Spaß. 18.000. Ja. Sehr gut. Okay, sehr gut. Dann würde Mein ich sagen, Equipment wieder drin. ja, wer fährt das? Luigi? Ja, ich kann den fahren, ist kein Problem. Ich Der kann mich mit Rest? als Beifahrer reinsetzen. Ja, das wäre Kommt der nice. andere mit auf meine Bench? Ja, ich Du bin mit Leon, ich hier unterwegs. mit Luigi.
RZ Luigi, bitte Diplo. Ach, Junge. Ich hab schon einen zweiten Bildschirm und nutze ihn einfach nicht, ne? So, senden. Ah. Ich darf Euro nicht in den. Ja, wahrscheinlich darf alle mal das Zeichen Euro nicht einschreiben in den Chat. Ne, darf ich nicht. Wo hieß mich denn hier? 100. Oh, ich weiß. 100. Ah, macht. Boah, waren wir bei 150? Ja. Ich hatte 100 gesagt anfangs. Ich fahre übrigens gerade mega schwul, ne? Oh nein, oh. Das kippt, kein Problem. Ja, ich habe ihm gesagt, er hat 3 Minuten, um zu antworten. War ich ja nicht so behindert gerade. Schreib mal kurz was. Nee, warte, ich. So. Ich schreib jetzt einfach den allen. Wer war das? NSA, ne? Warum kann ich nicht. Ich kann den nicht einfügen. Ah, warte. Steuerung V, ne? Ja. Zack. Und warte, ich geb mal. Ich schick die Message kurz raus an alle. Message. Ersten zwei habe ich, dann kriegt der Mel die natürlich auch noch. Bester Mate, der Mel. Ich schreibe unsere Zeitantwort nicht. Hallo. Er hat jetzt geschrieben, zahl doch einfach für deinen Mate, statt dir rumzuflamen wie so ein kleines Mädchen. Ich hätte geschrieben, einfach kein RP im Zeit. Ich habe den geschrieben, so, das Ding wird jetzt verkauft. Wir erklären euren Kollegen natürlich darüber auf, dass ihr nicht zahlen wolltet. Boah, warte, Vito, ich geb dir den Schlüssel, dann kannst du den verkaufen und ich geh weg. Das kann ich mir nicht mit ansehen. Der war so nett, der Junge. Na komm, kann ich auch machen, ey. Mach ich mit Liebe. Ey, ich will euch nicht davon abhalten, das sollt ihr nicht falsch verstehen. Wir entscheiden als Gruppe. Das wir brauchen das Geld, ne? Ja, wir entscheiden auch als Gruppe. Das war immer so, wenn ich jetzt allein dagegen bin, dann wird euch das nicht aufhalten. Bitteschön, den haben wir noch zum Verkaufen. Polar schreibt mir, Entschuldigung, worum geht es? Ich bin gerade nicht mit meinen Jungs unterwegs. Ey, der Erste, der antwortet, und der ist gerade nicht mit seinen Leuten unterwegs. Abgedeckt. Übrigens aufgefallen, was ich für eine Kappi auf hab, Nico? Nee. So. Bleib stehen, ich hab Rangefinder. So, komm ein Stückchen hoch hier. Okay, er hat Zivilkleidung an, nicht mal einen Rucksack, kein Geld auf dem Konto und kein weitere Fahrzeuge. Vielleicht 40 bis 50 Stunden Spielzeit und ihr wollt jetzt wirklich seinen Zimmer verkaufen. Ich sag euch, wenn ihr das macht, werdet ihr keinen Spaß mehr haben. Das ist so extrem aussieht, ich möchte euch mal in der Situation erleben. Ach komm, schreibe ich den Dreck. Schreibe ich ihm. Uns wurden 2 Hemds verkauft, 2 Zamaks und wir hatten ca. 20.000 auf dem Konto. Wir waren schon oft in der Lage. Uns wurde im Teamspeak versichert, dass die Fahrzeuge nach Restart noch in der Garage sind und trotzdem wurden sie verkauft. Ich brauche eine Abholung, der Zamak steht hier irgendwie nicht mehr. Ja, machen jetzt weg. Oder warte, hat der Typ geantwortet? Der eine hat schon weg, oder? Warte. Nee. Habt ihr ihn schon verkauft? Das dauert ein bisschen, 6. Warte, brich ab. Nein, ich zähle nur die Prozente runter, sonst bin ich zu weit weggelaufen. Warte mal. Polar schreibt mir, kaufen wir zurück. Wie gesagt, ich beschütze gerade einen Kupferkonvoi. Wo wollen wir uns treffen? Okay, kannst du da einen Screenshot von machen? Weil gleich Restart ist. Wann setze ich das Ding jetzt in Wasser? Ja. Weißt du noch, Nico, wo wir zum Kokerfeld gefahren sind?
du auf K warst und du bist ertrunken in dem LKW, der trotzdem. Halt's Maul. Das ist aber nicht alles klar. Bin ich nicht zu tief? Jetzt sind die Rotoren gleich weg? Hopp! Ey, wie asozial kann denn eine Person sein, jetzt dieser Mel? Das ist so ein richtiger Schlitzo. Ja. Mel ja. ist ein Schlitzo. Ja, definitiv. So, wir spielen in einer Gruppierung, aber hey, ich habe gerade 400k gemacht, du wurdest ausgeraubt, aber die 100.000 für deinen Zamak würde ich nicht zahlen, ne? Also, da sage ich denen eher, dass die dann Arschlöcher sind. Wenn sie es nicht bezahlen, ne? Ich habe geschrieben, wir sind mobil, wo sollen wir hinkommen? Deine Kollegen scheinen nicht bereit zu sein, das Geld zu zahlen. Na, warte, dann packe ich mal kurz meine Weapon in the Backpack. Mach nimm vorher alle Attachments ab. Bang die weg. Ja. Baggert den auch. Aber ist noch nicht so lange in Arma 3. Asset Release. Ah, okay. Asset Release. Achso. Fahrzeuge. Oh lol. Wenn Fahrzeuge im Rucksack backen weg. Die Reifen backen weg von Fahrzeugen im Rucksack. Und manchmal auch der Rückspiegel. Jetzt tut's wieder weh. Aua. Bei Offroadern immer nur der rechte Außenspiegel. Aua. Aber auch nur, wenn du die ins kleine, in kleinen Rucksack packst, ne? Ja, genau. Wenn Carry All, geht das. Dann passen drei rein. Da muss man Arsch den nur vorher abschrauben, ne? Das ist der Wahnsinn. Wait. Ja, mein Ass ist auch ein bisschen am Sweaten. Ohne Witz, ich weiß nicht warum. Was haben wir denn? Fast weiß eins. Nicht. Fast 1 Uhr, Mates. Jetzt reset gleich 1 Uhr. Hättest du nicht auf die Uhr gucken brauchen. Mein Arsch ist so am Sweaten, ne? Ich zieh mir jetzt eine frische Buchse und eine Rose. Ich kann mal einmal eine kleine Schießerei, Nico sweatet erstmal den ganzen Stuhl voll, ey. Bei der Tent-Seite, du hättest das Ding mal hören müssen, was ich gehört habe, ey. Ich hab deine Waffe gehört, die hat gereicht. Ey, ohne Witz, mit den neuen Armor-Sounds ist das richtig geil. Das Feeling ist einfach viel besser. War das Ding, was der hatte, ein Scheiß-Game. Hat sich ohne Witz gehört, hat ohne Witz gehört. Lang. Ohne Witz gehört, aber keiner gehört. Oh, die ohne Witz hat noch meine Eier hängen raus. Oh, richtig gut. Gefühl, ey. Ey, das fühlt sich voll befreiend, dann ehrlich. Ja, ist auch so. Ist ich auch gut für die Samenstränge. Ja, wenn die hängen? Nee, wenn die befreit liegen. Du heißt, das hast du, du hast keine Wärmestauung in deiner Buchse. Das ist gut. Ich hab gar keine Boxer an. Du hast nur eine Shorts an. Ja. Ich sitze ja manchmal in Badehose, das ist geil. Ich hab gar nichts an. Ich bin ganz nackig. Ein Tanga meiner Freundin. Verkehrt herum. Dass du das dicke Ding am Arsch hast, ne? Ja. Richtig geil. Oh. Und dann nenne ich mich immer Gay Protector. Also ich habe hier Chips, Funny Frisch, Pepperoni. Oh. Arito Goldberg. Ja, gut, Pepperoni ist nicht die beste, ungarisch ist das Beste. Ja, die hatte ich vorgestern. Ach, Pepperoni würde ich auch sehr gern essen jetzt. Mhm. Also und natürlich Haribo Goldbeeren und Haribo Weinland. Ich habe noch Nudeln zum Aufwärmen mit Ketchup. Gesunde Sachen. Knackwurst. Ja, oh, ich mache gesund. Ja, Salami. Ja. Ich glaube, ich mache mir gleich ein paar Eier. Geräucherte, leckere Salami. Salami. Ein Rucksack voll mit Zeug und vielem allerlei. Ja, Flying Uwe hat so einen Blick in sein MMA-Training gemacht, ne? Was ist denn hier passiert? Sah zwischendurch echt schwul aus. Ja? Ja. Nee? Richtig schwul. In so einem Tritt, Alter, wird er dich aus dem Leben die Ding hier ist eingestört. Das ist richtig, ich kenne nur, nein. Okay. Doch. Ist kaputt. So wie du generell oder noch schwul? Ich bin hier zuständig für die Sicherheit der Garage, deswegen bin ich hier. Ah, okay. Alter. Genau. Ich mag den Moment, wenn ich auf dem Desktop zurückkomme und hab noch ein gutes Video auf, was ich noch gucken kann. Das alles ist neu. Oder Twitch-Gecko-Stream. Oh, ist Gecko online, Alter. Geht denn gut? Mir geht's super. Oh, Gecko wurde gelöscht. Ja, sie sind damit gemacht. Und wieder? Ja. Jemand hat mir meine Kleidung vom Leib geklaut. Gecko war doch schon mal weg. Oh nein. Ja, jetzt warte ich gerade auf einen Sponsor, der mir eine neue Kleidung spendieren wollte. Alkohol wieder. Ja, ich kann ihm was anderes Alkohol geben. Das ist nicht mehr. Willst du es wissen? Also, wie oft darf ich gebannt werden? Warte mal kurz. Ich schenke ihn aber auch wirklich nur, weil sie nach. Dich einfach. Lass ihn rausziehen. Der könnte mich von mir aus rausziehen. Ja, das meine ich auch, Vito. Der, was denn? Der Kopf gibt mir gerade eine Kleidung.
Oh. Wie rausziehen? Aus dem Channel! Oh. TS! Vielen Dank. Ja, gerne. Nee, es ist kein so Scherz, sich, ne? So sehe ich doch direkt schon viel besser aus. Echt nicht? Warum sieht denn der nachher? Nein, das ist ein nicht. Sammlerstück. Den habe ich vom Bürgermeister vorhin geschenkt bekommen. Ja, ein sehr freundlicher Herr. Und ja, plus ich darf den leider nicht tragen. Den hatte ich jetzt die ganze Zeit bei mir. Deswegen, wenn Sie schon nackt sind, kriegen Sie den. Außerdem ist Ihr Name mir geläufig. Ich mag das. Mein Name ist Ihnen geläufig? Ja, ich habe die nämlich, die hatten letztes Mal in der Zeitung bei Kontaktgesuche, hatten sie doch ein Bild von sich. Ja, genau. Das war ich. Ja, daher, ja, ich habe sie sofort wiedererkannt. Ach. Und haben Sie endlich Ihre Traumfrau gefunden? Molly? Nee, noch nicht, noch nicht. Ich bin noch auf der Suche. Oh, ja, ich weiß, auf Alte, das ist nicht so leicht. Und glauben Sie mir, wenn Sie da jemand kennenlernen, dann geht es nach 2 Monaten aller spätestens wieder schief. Das ist ganz oh Mann. Hier. Ja, blöd. Das ist wirklich hart. Die gehen alle arbeiten. Wie dumm, ja? Die genießen das Leben, nicht? Schauen Sie sich mal um, ja? Was hat diese Insel zu bieten? Nur Arbeit? Nein! Nein, auch luftige Unterwäsche. Ja, luftige Unterwäsche, gute Marihuana, auch Kokain ist sogar gut, also habe ich zumindest gehört. Ja, und dann, ach, es gibt so viel, ja, plus Frauen gibt es nicht. Tja, sind hier vermutlich alle auf das große Geld aus, anstatt auf Frauen. Ja, aber so eine Frauen jetzt, mal im Ernst, ist doch langweilig. Ja. Der Hut passt Ihnen aber wirklich sehr gut, muss ich sagen. Vielen Dank, vielen Dank. Ja, gerne, gerne. Oh, der muss jetzt hier rein. Oh, was ist? Guten Tag. Ja, hallo, Mann. Hallo. Herr Kuhl? Ja? Nehmen Sie den Mann bitte fest. Warum das denn? Diebstahl eines Stamak und räuberische Erpressung. Wo das denn bitte? Ich würde mich hier mit dem Mann treffen, um eine Lösegeldsumme von 100.000 für einen Zamak zu bezahlen. Hallo? Warten Sie, ich ergebe mich sofort. Ich weiß jetzt nicht, wie Sie darauf kommen. Ich kann, Herr Kuhle, ich kann Ihnen jederzeit die SMS meines Smartphones zeigen, um das zu beweisen, was ich hier sage. Sie sagten mir eben noch, also Sie wollten mir Kleidung spendieren, weil ich, weil Sie mich auf der Straße nackt rumlaufen sehen haben. Herr Allemann, Sie haben sich mit der falschen Vereinigung angelegt. Wir lassen uns nicht erpressen und das wird ein Nachspiel haben. Ich habe Ihnen nichts getan.